Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man so ein Lesezeichen machen kann. Es geht sehr schnell und ist sehr einfach. Was ihr dafür braucht, ist einfach nur Wolle. Da könnt ihr nehmen, was ihr mögt. Je nachdem, welche Wolle ihr nehmt, sucht euch auch eure Häkelnadel natürlich aus. Und ich benutze jetzt hier die Catania. Und ihr könnt entscheiden, ob ihr dieses Band auch aus derselben Wolle machen wollt oder zum Beispiel auch so ein Zierband nehmen wollt. Dann braucht ihr Perlen, Holzlinsen, was ihr gerne mögt. Da könnt ihr auch von der Anzahl her selber entscheiden, wie viel ihr da gerne verwenden wollt. Und hilfreich ist eine dicke Wollnadel, um das Ganze aufzufädeln, und natürlich eine Schere braucht ihr auch. So, und für das Herz beginnen wir mit einem Anfangsknoten. Dazu nehmt ihr den Faden in die rechte Hand, wickelt den einmal um euren Zeigefinger, nehmt dann die hintere Schlaufe nach vorne über die erste Schlaufe und dann nochmal die hintere und hebt die unter euren Zeigefinger. Dann habt ihr einen Anfangsknoten, könnt den auf die Nadel drauf machen und zieht etwas fest. Dann machen wir 4 Luftmaschen, das heißt, ihr holt euch den Faden und zieht einfach durch die Schlaufe durch. Davon brauchen wir insgesamt 4, 2, 3 und 4. Dann sucht ihr die erste Luftmasche, die ihr gemacht habt, stecht dort hinein. Haltet diese Luftmaschenkette fest mit dem Daumen und holt den Faden durch beide Schlaufen durch. Dadurch haben wir einen kleinen Ring gemacht. Und dann beginnen wir schon unsere erste Runde. An der Stelle, wo ihr jetzt seid, macht ihr wieder 3 Luftmaschen. Also den Faden holen, einmal durch, 2 und 3. Dadurch haben wir jetzt unsere Höhe, die wir brauchen, erreicht. Und wir beginnen mit doppelten Stäbchen. Wer das noch nicht kennt, ich zeige es ganz langsam. Es ist wie ein einfaches Stäbchen, nur dass man am Anfang 2 Überschläge macht. Also, wir holen den Faden einmal auf die Nadel und ein zweites Mal. Ich mache 2 Überschläge, steche dann in diesen kleinen Ring, den wir gemacht haben. Da ist hier so ein kleines Loch. Stech dann dort ein und holt den Faden dadurch. Dann müsstet ihr 4 Schlaufen auf eurer Nadel drauf haben. Wir holen den Faden und maschen 2 ab. Wir holen den Faden, maschen 2 ab und holen den Faden nochmal und maschen den restlichen 2 ab. Das war ein doppeltes Stäbchen. Davon machen wir insgesamt 4 Stück. Das erste haben wir schon. Also machen wir jetzt noch 3. Wir haben hier auch diesen Restfaden, den könnt ihr einfach immer mit überhäkeln, dann verschwindet der automatisch und ist versteckt. Den Faden wieder 2-mal umschlagen, wieder in die Mitte, in dieselbe Mitte von dem Kreis einstechen und den Faden holen. 4 Schlaufen auf der Nadel, Faden holen, 2 abmaschen, Faden holen, 2 abmaschen, Faden holen, 2 abmaschen. Und das Ganze noch ein drittes Mal. Und ein viertes Mal. Wieder in die Mitte einstechen, Faden holen, 2 abmaschen, 2 abmaschen und 2 abmaschen. So, das heißt, wir haben unsere 3 Luftmaschen und 4 doppelte Stäbchen in diesem Ring. Als nächstes machen wir ganz einfache Stäbchen. Das heißt, wir machen nur einen Überschlag, stechen aber auch in diese Mitte ein, holen den Faden, maschen 2 ab und nochmal 2 ab. Und noch ein zweites Stäbchen, wieder in die Mitte einstechen, 2 abmaschen. Und nochmal 2 abmaschen. Und ein drittes Stäbchen. Faden holen, abmaschen, abmaschen.
Jetzt sind wir eigentlich mit der ersten Herzhälfte schon fertig und machen jetzt wieder ein doppeltes Stäbchen. Das heißt nochmal zwei Umschläge, wieder in dieselbe Mitte einstechen, den Faden durchholen, zwei abmaschen und nochmal zwei abmaschen. Da haben wir jetzt genau die Mitte erreicht und machen jetzt die andere Seite genauso, wie wir die erste Seite gemacht haben, nur rückwärts. Das bedeutet, wir machen jetzt die drei Stäbchen, die einfachen, Umschlag, Faden durchholen, zwei abmaschen, das zweite Stäbchen genauso und das dritte Stäbchen ebenso. Also wir haben drei Luftmaschen, vier doppelte Stäbchen, drei ganze Stäbchen, ein doppeltes Stäbchen und drei Stäbchen. Und jetzt machen wir dasselbe wie auf der anderen Seite auch, und zwar die vier doppelten Stäbchen. Dazu wieder zwei Umschläge machen, wieder in die Mitte einstechen, den Faden holen und zwei abmaschen, zwei abmaschen, zwei abmaschen. Und noch ein doppeltes Stäbchen, das ist dann Nummer 2. Die Nummer 3. Und das letzte doppelte Stäbchen. Und immer wieder in ein und dieselbe Mitte einstechen. Und dann haben wir jetzt das Herz fast ausgefüllt. Da fehlt uns jetzt nur noch dieser runde Bogen hier oben, und das sind drei Luftmaschen. Deswegen machen wir dann nach diesen vier doppelten Stäbchen einfach drei Luftmaschen, stechen wieder hier in die Mitte ein und machen eine Kettmasche. Dazu holen wir den Faden gleich durch und noch einmal durch die Schlaufe auf der Nadel. Das war jetzt sozusagen die erste Runde. Und das Herz bekommt jetzt noch einen Rand. Deswegen beginnen wir jetzt wieder mit drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und dann könnt ihr hier so ein bisschen auseinanderziehen, um zu gucken, wo ihr seid. Wir haben hier unsere drei Luftmaschen von diesem Ersatzstäbchen am Anfang. Und das hier ist unser erstes doppeltes Stäbchen. Und in den Kopf von diesem ersten doppelten Stäbchen stechen wir ein. Also hier diese drei Luftmaschen einfach übergehen. Und da oben über diesem ersten doppelten Stäbchen der Vorrunde einstechen und eine feste Masche machen. Und das gleiche nochmal in dieselbe Masche, eine zweite feste Masche. Und so verfahrt ihr jetzt mit jedem der doppelten Stäbchen, also insgesamt viermal zwei feste Maschen. In die erste haben wir jetzt schon zwei gemacht. Und jetzt suchen wir uns das zweite und stechen ein und machen auch zwei feste Maschen. In die dritte zwei feste Maschen. Und in die vierte zwei feste Maschen. Dann kommen unsere Stäbchen, die drei hier. Und da machen wir jeweils nur eine feste Masche obendrauf. Also einstechen, durchholen, abmaschen. In die zweite auch eine feste Masche und in die dritte eine feste Masche. Und dann müsste unser doppeltes Stäbchen kommen, was wir in der Mitte hatten. Da stecht ihr ein, macht auch eine feste Masche und dann gleich dahinter eine Luftmasche und nochmal in dieselbe Masche, wo die feste Masche drin war, eine zweite feste Masche. Also ist hier unten in diesem doppelten Stäbchen oben eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche drin. Dann sind wir schon wieder auf der anderen Seite und haben unsere einfachen Stäbchen. Und obendrauf setzen wir jetzt jeweils eine feste Masche. Also in die nächste Masche eine feste Masche, in die danach eine feste Masche und in die dritte Masche eine feste Masche.
Und jetzt kommen noch unsere vier doppelten Stäbchen. Auf die machen wir wie auf der anderen Seite auch jeweils zwei feste Maschen. Also in die nächste Masche einstechen und zwei feste Maschen machen. In die danach auch zwei feste Maschen. In die dritte zwei feste Maschen. Und in die letzte zwei feste Maschen. Dann sind wir wieder bei unserem Bogen. Dazu machen wir wieder drei Luftmaschen. Und suchen uns hier die erste Masche, die wir gemacht haben in dieser Runde. Das war unterhalb von diesen drei Luftmaschen. Und holen den Faden durch und machen eine Kettmasche, indem wir nochmal durchziehen. Hol mir hier diesen Restfaden und beende das. Dadurch habe ich jetzt hier zwei Restfäden. Den einen, den können wir ja schon abschneiden, den haben wir gut überhäkelt. Und den anderen muss ich noch vernähen. Und dann zeige ich euch gleich, wie man das Band dran macht. So, und dann fädelt ihr euch eure Wolle oder euer Band oder was ihr auch gerne mögt, hier oben einfach auf die Nadel drauf, stecht in die Mitte von dem Herz in die Masche ein. Und dann könnt ihr auch überlegen, ob ihr das doppelt haben wollt oder nur einfach, je nachdem. Dann könnt ihr die Länge bestimmen, für welche Größe von Büchern ihr gerne ein Lesezeichen machen wollt und je nachdem die Länge dann abschneiden. Und ihr könnt auch dieses Band oder die Wolle einfach oder doppelt nehmen. Ich nehme sie jetzt mal doppelt und dann fädel ich hier beide nochmal auf und ziehe mir einfach meine Perlen auf das Band drauf. Bis zum Herz runter. Und dann könnt ihr das hier oben verknoten, damit sich das unten nicht mehr loslöst und die Perlen auch unten bleiben. So, und dann fädel ich mir das wieder auf und fädel dann nochmal die große Perle und noch eine kleine Perle auf für das Ende. Und dann kann ich hier ziehen, dass ich das möglichst glatt habe. Das müsst ihr natürlich, wenn ihr nur ein Band habt, nicht. Und ihr könnt jetzt überlegen, wie lang das sein soll. Das Lesezeichen und dementsprechend dann hier unten nochmal verknoten, dass die Perlen auch an Ort und Stelle bleiben. Manchmal sind auch zwei oder drei Knoten besser, wenn die hier zu große Löcher haben. Dann macht ihr nochmal einen Knoten für hier unten. Und zieht das Ganze fest und dann ist euer Lesezeichen auch schon fertig und ist bereit zum Verschenken oder zum selber behalten. Ich hoffe, euch hat die kleine Häkelidee gefallen und wenn ja, dann macht natürlich Daumen hoch, da freue ich mich immer und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.